wieder raufgelaufen mit Hackschnitzelware. Schaut im Hintergrund, seht ihr es eh. So, und jetzt gehe ich einmal rauf und jetzt möchte ich euch einmal was zeigen und mich dort eure Meinung interessieren. Und wo könnt ihr die Meinung kundtun? Und zwar in die Kommentare. Jeder von euch hat eine Meinung und schreibt es einmal unten in die Kommentare eine zur folgenden Thematik, ob ihr das gut findet, ob ihr das schlecht findet, wo ihr da gut findet, wo ihr da schlecht findet. Und zwar folgende Sache. Ist der Prozessor herin gewesen, Harvester. Das ist alles voller Früchten gewesen. Ja, da ist bei uns Herr Rentner. Und der ganze Fleck, wie es aussah, ist voller Früchten gewesen. Jetzt ist es so. Jetzt brauche ich eure Meinung. Ist jetzt das richtig? Oder ist jetzt das falsch? Ist jetzt das richtig oder ist jetzt das falsch? Der Fleck war nicht komplett mit dem Käfer befallen. Waren bloß ein paar drin. Und der Fleck ist komplett ausgerodet worden. Ist jetzt das richtig oder ist jetzt das falsch im Waldbau? Naturverjüngung ist nicht viel da. So viel dazu, oder? Ein paar Bücher, ist aber nichts Gescheites. Ist schon ordentlicher Fleck. Um es vorwegzunehmen, ich persönlich habe eigentlich keine Meinung dazu, weil ich es nicht weiß, was richtig ist. Was ist richtig in dem Fall? Wir haben jetzt da, was weiß ich, wie viele tausend Leute, die das anschauen, und ich will jetzt da 1000 Kommentare haben. Weil dann findet man raus, ob diese Vorgehensweise richtig oder falsch ist. Dass man so einen Fleck mit dem Harvester ausreißt innerhalb von einem Tag. Gibt's, naja, klar, man hat einen Nachteil, weil man entzieht den Fleck Nährstoffe. Von einem auf den anderen Tag entzieht man dem Fleck Nährstoffe. Kann der Wald damit umgehen? Kann der Boden damit umgehen? Ich weiß es nicht. Schreibt es in die Kommentare, wo ihr davon haltet. Es sind Spezialisten unter euch. Ich bin kein Spezialist. Alle Spezialisten meinen jetzt da was kommentieren. Zweiter Nachteil. Das Ding hier, und das ist brutal, ist jetzt off. Kein Zun einer. Was bedeutet das? Wer Brombeerstauern kommen, Mannshoch. Ja. Wir haben jetzt August 2024. Das heißt, da wird noch nichts gepflanzt. Weil es wird im Herbst gepflanzt oder im Frühjahr. Das heißt, die Brombeerstauern wird Mannshoch, der erinnert. Oder Brusthoch. Ne? Weil es Licht einer kann. Und jetzt, da ist Licht, das wandert jetzt dann da um. Ja, genau. Also das heißt, das Ding da erinnert, wächst so. Und sobald es so gewachsen ist, kommt keine Naturverjüngung mehr. Weil kein Licht am Boden hinkommt. Und damit ist die Fläche von der Naturverjüngung draußen. Das heißt, du musst das abpflanzen. Ne? Du musst alles wieder ausmachen, dass du pflanzen kannst. Weil du kannst zwischen Brombeerstauern nicht einpflanzen. Wenn man es mit der Hand ausmacht. Wenn man eine Maschine kommen lässt. Ein Fräser oder sonstiges, die bei der durchdonnert, dass die Brombeerstauern dann weg sind, weil die musst du erst einmal umhauen in dem Fleck. Den musst du erst einmal umhauen. Die Zeit und die Kraft musst du haben. Wenn du eine Maschine kommen lässt, die war das alles prell eben macht, brauner Boden, grüne Krone sozusagen, brauner Boden. Wenn man Humusschicht und wachsender Boden vermischt, ist schlecht für Wiederaufforstung, weil Pilzsporen einkommen in gewachsener Boden und damit vielleicht die Wurzeln befallen werden von dieser Wiederaufforstung, weil die sind ja schwach, das sind ja junge Babys. So, und jetzt, was tust du jetzt da? Du kannst das nicht fräsen, weil du, also die haben vielleicht ausmachen, ja, kannst schon mal hinmachen.
wahrscheinlich zwei doch. Wenn du dann auch noch lebst, kannst du noch pflanzen. Wenn nicht, weißt du, die aufgearbeitet hast, dann nicht. Dann musst du den ganzen Pflege auf einmal pflanzen. Auf einmal ausmachen. Was ganz interessant ist, das habe ich die letzten Tage entdeckt, ist eine Studie von einem Institut aus Heidelberg. Kennt jeder? Die haben über 15 Jahre haben die verfolgt. Da gibt es einen Link, wenn ich es drüber denke, da in euch in Videobeschreibung. Über 15 Jahre haben die verfolgt, wenn man mit einem Harvester in ein Holz arbeitet, ob der Käferbefall mehrer wird in diesem Gebiet oder weniger. Und sie haben zu dem Schluss gekommen, dass er mehr wird. Also habe ich gesagt, mei, das ist ja so ein Kram, was die da verzählen. Weil es ist ja sowieso klar, dass der Käfer immer mehr wird. Das ist ja sowieso klar, das merke ich sogar. Ja. Jetzt bin ich noch nicht einmal lang auf der Welt. Jetzt merke ich aber schon, dass es mehr wird. Ja. Jetzt habe ich so weitergelesen und ich denke, das gibt es ja gar nicht, das kann jeder behaupten, das braucht ja keine Studie nicht. Verstehst du? Habe ich weitergelesen. Dann sagen die, ja, es lässt sich nachweisen. Es lässt sich nachweisen, dass der Käferbefall in deren Gebiet mehrer wird. Weil sie haben rausgefunden, durch das, dass der Harvester durch die Astung vom Harvester, durch die Klingen oder Klauen oder was das sind, ne, wird die Rinden vom ganzen Baum abgeschält oder Teile davon, ja, großflächig, und das stimmt, weil du siehst überall rumliegen und ist doch schön, wenn der Baum so durchfetzt und haut links und rechts der Schnäutel, das wird so richtig abgekobelt schön. Richtig schön zum Anschauen. Aber die haben gesagt, durch das Oberhobeln von der Rinden harzen die Feuchten aus und locker in Käfer an. Und so habe ich so überlegt und bin zu dem Schluss gekommen, dass das nicht einmal so eine dumme Behauptung ist, was die Wissenschaftler da verzöhnen. Weil, wenn ein Baum ausharzt, ist er krank. Normal. Ja, ist er krank, muss irgendeine Wunden schließen, das heißt, er ist schwach. Und meistens geht er da dann der Käfer rein. Weil er ja schwach ist, also hat der Käfer eine Chance. Das heißt, eigentlich ist die Behauptung, was die Wissenschaftler haben, eine richtig kluge Nummer. Das heißt, im übertragenen Sinne, muss er das dann so sein, wenn ich jetzt einmal so drüber nachdenke, wir haben einen Käfer, da erinnert, in diesem Fleckel. Wir haben einen Käfer, 20% Käfer von dem Fleckel, 20% Baum von dem Fleckel ist ein Käfer drin. Vor der Arbeit ist einer, haut alles ab, da jetzt da, weil er gegen einen Käfer ankämpfen will, löst aber gleichzeitig ein Käferproblem aus, weil er durch das Aushotzen, weil er ja diese Rinden anschüttet, die anderen Käfer, wieder Käfer halt, ne, Borkenkäfer, anlockt. Das heißt, das Ding müsste laut der Studie ein riesen Lockgebiet für den Käfer sein. Jetzt läuft es mir eiskalt hinter dem Buckel runter. Oder was meint ihr jetzt? Es ist doch, aber ich kann es nicht klären. Ich kann es wirklich nicht klären. Was für schlaue Leute gibt. Die wollen das so eine Studie machen und das herausfinden. Ja? Natürlich hat die Aktion mehrere Vorteile. Du hast keine Arbeit mehr mit den Früchten. Das Potenzial vielleicht der Käfer halt auch hängen. Da soll es gleich alles aufgeräumt. Es ist sauber. Es ist alles sauber aufgeräumt. Es ist ein Vorteil. Es gibt den Vorteil, das kostet auch gutes Geld verdienen mit dem Holz und so weiter. Ja, das ist auch ein Vorteil. Verstehst du, ich bin da mit dem Motorsäge arbeite und so weiter und bis dass ich rausfahre, bis dass ich 100 Festmeter beieinander, sagen wir es ja so, da hat der
die dreimal so schnell beieinander. Also wirtschaftlicher, ne? Gewiss, da haben wir nichts weg, ist so. Hat Vorteile, hat Nachteile. Ihr habt es jetzt gehört. Ich meine jetzt sicher, ob die Vor- und Nachteile stimmen. Und jetzt kommt es wieder ins Spiel. Schreibt es in die Kommentare. Was haltet ihr von dem? Von der Sache da? Von dem Pfleg? Von der Sache, wo ich halt jetzt Zeit habe? Ne? Was haltet ihr dafür? Dass ich mir meine Meinung auch bilden kann. Mich würde interessieren, was die Mehrheit von euch sagt. Sagt die Mehrheit. Hm? Oder sagt die Mehrheit? Hm. Oder den? Gibt's ja. Affi, Obi, den. Ja, schreibt es in die Kommentare. Fackel ist da. Fahr jetzt warm. Richtig abgehauen. Und ich glaube, dass wieder lang viel hängt. Hat mir Spaß gemacht wieder. Ein Video für euch, mit euch. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und abonniert den Kanal. Aber deri, Servus. Gut!